Willkommen zum Konzepttest 32, Dampfdruck von Wasser. Heute werde ich folgende Frage für euch beantworten. Welche der Aussagen bezüglich des Wasserdampfdruckes stimmt? A. Der Dampfdruck von Wasser bei minus 1 Grad ist kleiner als der Dampfdruck von Eis bei minus 1 Grad. B. Der Dampfdruck von Wasser bei 25 Grad ist kleiner als der Dampfdruck einer Salzlösung bei 25 Grad. C. Der Dampfdruck von einem kleinen Wassertropfen bei 25 Grad ist kleiner als der von einem großen Wassertropfen bei 25 Grad. Oder D. Der Dampfdruck von Wasser bei 25 Grad ist kleiner als der Dampfdruck von Wasser bei 30 Grad. Um diese Fragen zu klären, beschäftigen wir uns zunächst mal mit den theoretischen Grundlagen zum Dampfdruck. Als Dampfdruck bezeichnet man den Druck, der sich einstellt, wenn sich eine Substanz, wie zum Beispiel Wasser, und das dazugehörige Gas in einem geschlossenen System befinden. Im Prinzip hat jede feste oder flüssige Substanz einen Dampfdruck. Bei einigen Substanzen ist er bei normalen Umgebungstemperaturen allerdings sehr gering und nur mit sehr großem Aufwand messbar. Schauen wir uns das Ganze anhand eines Beispiels von Wasser an. Die Energie der Moleküle im Wasser ist sehr unterschiedlich. Moleküle, die eine bestimmte Mindestenergie besitzen und sich gerade an der Oberfläche befinden, können die flüssige Phase verlassen und ebenso können auch Moleküle aus der Gasphase wieder ins Wasser eintreten. Erhöht man nun die Temperatur, steigt die Anzahl der Moleküle, die die Mindestenergie besitzen, um das Wasser zu verlassen. Folglich steigt auch der Dampfdruck. Ein Gleichgewicht ist erst dann wieder erreicht, wenn genauso viele Moleküle das Wasser verlassen, wie auch wieder ins Wasser eintauchen. Nehmen wir nun an, ein Gas-Wasser-Gemisch wird immer weiter erhitzt. Die Eigenschaften der beiden Phasen nähern sich immer weiter an und bei ca. 374 Grad gibt es keinerlei Unterschiede mehr zwischen den Phasen. Dies wird auch kritische Temperatur genannt. Außer der Temperatur hängt der Dampfdruck noch von der Krümmung der Grenzfläche und von der Zusammensetzung der Stoffe in einer Lösung. Gegenüber ebenen Flächen ist der Druck in einem Wassertropfen erhöht. Dies führt zu einem höheren Dampfdruck. Weiter abnehmender Durchmesser begünstigt das Verdampfen. Besteht die flüssige Phase nicht nur aus Wasser, sondern ist auch ein nicht flüchtiger Stoff gelöst, wie zum Beispiel ein Salz, wird der Übertritt in die Gasphase erschwert. Der Dampfdruck einer solchen Mischung ist geringer als der des reinen Lösungsmittels. So, schauen wir uns nun noch einmal die Frage- und Antwortmöglichkeiten an. Welche der Aussagen bezüglich des Wasserdampfdruckes stimmt? Antwortmöglichkeit A besagt, dass der Dampfdruck von Wasser bei minus 1 Grad kleiner ist als der von Eis bei minus 1 Grad. Diese Aussage ist falsch, da die Moleküle in der Kristallgitterstruktur des Eises stärker gebunden sind als in unterkühltem Wasser. Und somit ist auch der Dampfdruck von Eis geringer. B. Der Dampfdruck von Wasser bei 25 Grad ist kleiner als der Dampfdruck von einer Salzlösung bei 25 Grad. Auch diese Aussage ist falsch. Das Salz ist ein nicht flüchtiger Stoff und wenn dieser im Wasser gelöst ist, erschwert er den Molekülen den Übergang in die Gasphase. Der Dampfdruck einer Salzlösung ist also immer geringer als der Dampfdruck eines reinen Lösungsmittels. C. Von einem kleinen Wassertropfen ist der Dampfdruck bei 25 Grad geringer als der von einem großen Wassertropfen bei 25 Grad. Auch diese Aussage ist falsch, denn je kleiner der Durchmesser eines Wassertropfens ist, desto höher ist auch der Druck im Tropfen und folglich ist auch der Dampfdruck höher. Letzte Antwortmöglichkeit D. Der Dampfdruck von Wasser bei 25 Grad ist kleiner als der Dampfdruck von Wasser bei 30 Grad. Dies ist die richtige Aussage, denn je höher die Temperatur von Wasser ist, desto höher ist auch der Dampfdruck. Die Wassermoleküle sind energiereicher bei höheren Temperaturen.
Und so besitzen auch mehr Moleküle die bestimmte Mindestenergie, die benötigt wird, um die flüssige Phase zu verlassen.